Hallo und herzlich willkommen zum Räuberboss-Event im August 2022. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Ihr seht, ich habe noch ein Siegel übrig, also einen Kampf übrig, und das werde ich euch mit meinem Team zeigen. Im Shop habe ich bis zur Waffe gekauft. Warum das? Erstens, ich sammle gerne alle Waffen, und zweitens, diese Waffe kommt auch in meinem Team vor. Denn sie fügt einem Feind 46 Schaden zu, verstärkt durch Verbündete aus Höllenklippe und dann erschafft sie für jeden Verbündeten aus der Höllenklippe eine Mischung aus 6 roten und braunen Edelsteinen. Solltet ihr nicht genug Edelsteine haben, um die Waffe zu kaufen im Shop, dann könnt ihr die Waffe auch unter dem Reiter Spiele, Seelenschmiede unter Waffen herstellen, falls ihr diese Ressourcen haben solltet. Ansonsten empfehle ich euch mindestens bis Stufe 2 zu kaufen, damit ihr den Bosskiller Adakit garantiert einmal bekommt. Denn er ist, wie schon erwähnt, der Bosskiller, das heißt, er fügt einem Feind 48 Schaden zu und wenn der Gegner ein Boss ist, dann fügt er 3- bis 5-fachen Schaden zu, basierend auf seinen Aufstiegen. Das heißt, wenn ihr ihn einmal kauft, macht er 3-fachen Schaden gegen den Boss, dann hat er eine lilane Umrandung, wenn ihr ihn einmal aufgewertet habt, dann macht er halt 4-fachen Schaden und wenn er so aussieht wie bei mir, das heißt die blaue Umrandung hat, dann macht er sogar 5-fachen Schaden gegen den Boss. Das ist auch bei der dritten Eigenschaft Göttertöter so, allerdings ist diese Eigenschaft bei mir nicht so wichtig, da die Einheit bei mir nicht an erster Stelle steht und der Boss sehr selten Schädelschaden von dieser Einheit bekommt. Wie gesagt, ein Siegel habe ich noch übrig und das habe ich mit folgendem Team gespielt bis jetzt. Hier ist es. Als Klasse habe ich den Geomant. Den Geomant habe ich deswegen drinne, wegen der dritten Eigenschaft Stein einflößen. Und zwar beginnen alle verbündeten Konstrukte den Kampf mit 50% Mana. Und da wir nur Konstrukte im Team haben, beginnen alle Einheiten halt mit 50% Mana. Als Banner habe ich das versteinerte Banner aus der Höllenklippe, denn wie ihr seht, brauchen wir vor allen Dingen Braun und Rot. Rot, damit Adaki schnell voll wird. Unser Bosskiller und wir haben kein Blau im Team. Ansonsten habe ich neben der Waffe, wie schon erwähnt, sie fügt halt einen feinen Schaden zu, noch Chalcedon drinne. Chalcedon ist einer meiner Hauptschadensmacher, denn er fügt einem Feind 53 Schaden zu und dann erschafft er 3 braune Edelsteine, verstärkt durch alle verbündeten Konstrukte. An der dritten Position habe ich, wie schon erwähnt, den Bosskiller Adakit. Habe ich schon erklärt, brauche ich nicht nochmal erklären. Und an der letzten Position habe ich Sersnobok. Er erschafft 10 braune Edelsteine und dann lässt er 45 Edelsteine explodieren. Das ist quasi mein Backup, falls keine der anderen Einheiten voll ist, damit die wieder schnell mit Mana voll werden. Solltet ihr Chalcedon und Sersnobok noch nicht haben, dann könnt ihr diese Woche auch viele Einheiten über die Event-Truhen bekommen, denn da sind alle Einheiten aus dem Königreich Höllenklippe drinne und die Einheiten sind alle aus Höllenklippe. Solltet ihr keine Edelsteinschlüssel haben, Eventschlüssel haben, dann könnt ihr auch unter Ressourcen Kriegsbeute euch für 1800 Ruhm 10 Eventschlüssel besorgen. Wie gesagt, das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele und wie genau das Team funktioniert, erkläre ich euch jetzt anhand meines letzten Siegels. Okay, da ist noch ein Rabe drin, wunderbar. Als erstes versucht man natürlich die dritte Einheit voll zu bekommen, weil das der Bosskiller ist. Ist er nicht voll und wie jetzt ist schon die erste Einheit voll, spielen wir ihn natürlich. Und dann nehmen wir natürlich den Raben als erstes. Und ihr seht, jetzt ist schon der Bosskiller voll. Ist der Bosskiller voll? Auf den Boss natürlich. Und jetzt spielen wir die zweite Einheit, was eigentlich quasi der Hauptschadensmacher ist, weil er immer wieder Braun nachsetzt. Sollte er doch mal kein Braun haben, dann hätten wir halt unten zur Not den letzten wieder gezündet. 2 Siegel habe ich noch, deswegen erkläre ich euch das nochmal, oder zeige ich euch nochmal das Team im Schnelldurchlauf. Es ist halt sehr einfach zu spielen. Wird schnell mit Mana voll. Also immer den Bosskiller auf den Boss. Und dann die zweite Einheit Dauerspam.
Und ihr seht, das Weide wird immer schön voll. Ja, das ist mein Team. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt. Ich würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Deswegen sage ich, bis dahin, ciao, ciao.